Kutan Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Ob exklusive Schuhmode für Damen und Herren, ob Bergschuhe oder Trekkingschuhe für den Einsatz im Pfälzer Wald bis hin zur Mount Everest-Expedition, Schuhkeller in Ludwigshafen ist die Top-Adresse in der Metropolregion Rhein-Neckar und weit darüber hinaus beim Thema Schuhe, wenn es um Mode, Lifestyle, Funktionalität oder auch Individualität geht. Wir waren vor Ort bei Juniorchef Markus Kellerleist in der Wredestraße 10 und wollten wissen, was ist der Trend in Sachen Schuhmode 2017? Die Sneaker sind der absolute Trend für 2017, auch mit den hellen Sohlen. Und das ist nicht nur was für junge Leute, sondern das ist für jedes Alter etwas. Super bequeme Schuhe, die trendy sind, die super bequem sind und eben auch der Mode entsprechen. Wo spiegelt sich beispielsweise die Individualität? Viele kleine Manufakturen haben sich eben mittlerweile auf Besonderheiten verlegt. Und hier gibt es zum Beispiel Firmen, die ihre Schuhe noch mit Hand eben fertig machen, eben noch finishen, sie besonders verzieren und das macht sie eben besonders. Die Besonderheit hier ist, dass die Applikationen hier von Hand bemalt werden. Das heißt, jedes Paar ist anders. Es gibt keine gleichen. Bei Schuhkeller ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Marketingbegriff, sondern sie wird auch gelebt. Ja, uns ist Nachhaltigkeit unheimlich wichtig und deswegen freuen wir uns, dass wir schon sehr lange mit dem Fabrikat Kendall und Schmenger zusammenarbeiten, die, wie Peter Kaiser im Übrigen auch, noch in Deutschland produzieren. Top-Mode, wie Sie es auch in der Vogue sehen, produziert in Deutschland. Ein schönes Beispiel habe ich hier in der Hand von Kendall und Schmenger. Ein super modischer Sneaker, innen drin mit schönem Leder, weich abgepolstert, hervorragenden Applikationen. Also gerade für Frühjahr, Sommer, ein klasse Schuh. Schuhkeller steht ja zum einen nicht nur für Mode, sondern auch für Komfort. Und neu bei uns ist das Fabrikat Joya, die besonders komfortable und bequeme Schuhe bieten und dazu auch noch ganz schick aussehen. Für was sind diese Schuhe geeignet? Das ist ein Komfortschuh für Leute, die zum Beispiel lose Einlagen tragen müssen und für Leute, die zum Beispiel Probleme haben mit ihrem Rücken. Die Besonderheit der Joya-Schuhe liegt in ihrer Sohlenform, die den Körper dazu quasi zwingt, aufrecht zu gehen. Und unsere Kunden sind super happy damit. Sogar mein Senior trägt diese Schuhe mittlerweile seit einem halben Jahr. Was macht Schuhkeller aus? Ja, ich glaube, uns macht besonders aus, zum einen unsere Auswahl. Wir sind ja jetzt schon wieder auf den Messen unterwegs, um für den nächsten Herbst-Winter einzukaufen. Und hier sind wir in Deutschland unterwegs, wir sind bis Mailand unterwegs und suchen dort bei kleinen, namhaften Fabrikaten, die eben auch noch in Italien, in Portugal, in Spanien oder auch in Deutschland produzieren, die Schuhe aus.